Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, die diese Debatte im Hessischen Landtag im Livestream verfolgen, weil das ist ja heute die einzige Möglichkeit, wie man dem beiwohnen kann. Zunächst einmal, ja, wir möchten unserer Genugtuung Ausdruck bringen, dass die Regierungsfraktionen jetzt doch noch zur Einsicht gekommen sind, als wir LINKE vor einem Monat den Vorschlag ins Spiel gebracht haben, turnusgemäß auf die Diätenerhöhung in diesem Jahr zu verzichten. Da ist uns noch eine Welle an Ablehnung entgegengeschlagen. Da hieß es Populismus und mangelnder Sachverstand. Und das waren auch die mildesten Vorwürfe, die wir dafür zu hören bekommen haben. Aber inzwischen scheint ja auch bei Ihnen die Einsicht gewachsen zu sein, dass nicht alles, was legal ist, auch immer legitim ist. Meine Damen und Herren, niemand bestreitet, dass eine angemessene Bezahlung es für uns Abgeordnete geben muss. Und niemand bestreitet, dass diese Diäten auch regelmäßig an die Inflation angepasst werden müssen. Daher haben wir uns auch für die Berechnung nach dem Nominalindex der Lohnentwicklung entschieden, und wir tragen diese Regelung auch mit. Wogegen wir uns als LINKE gewehrt haben, das ist eben ein blinder Automatismus. Wir brauchen nachvollziehbare Kriterien, wenn es um die Anpassung der Diäten geht, und wir brauchen eine Diskussion hier im Parlament und um die Umsetzung. Und diese Diskussion müssen wir eben jedes Mal führen, wenn die Diäten angepasst werden sollen. So viel Transparenz können und so viel Transparenz müssen wir uns auch leisten. Und deshalb haben wir jetzt eben auch wieder ein Gesetz eingebracht, das diese Diskussion ermöglicht und auch einfördert. Erst so ein Gesetz, das sich verabschiedet von einem Automatismus, der 5 Jahre lang wirkt, egal was in der Zwischenzeit passiert. Erst ein solches Gesetz eröffnet uns die Chance, eben auch auf besondere Situationen wie diese zu reagieren, ohne jedes Mal das Gesetz ändern oder aussetzen zu müssen. Und, meine Damen und Herren, sind wir mal ganz ehrlich, es geht doch nicht um die möglichen 182 €, die dort an Diätenerhöhung im Raum stehen. Ich glaube, da tut man niemandem Unrecht, wenn man sagt, niemandem von uns geht es um dieses Geld, um diese Höhe. Es geht aber, meine Damen und Herren, so sehen wir das, es geht um eine Frage der Haltung. Und da muss ich allerdings sagen, finde ich das beschämend, dass bei CDU und GRÜNEN es erst eines ganz immensen Drucks bedurfte, ihre Haltung zu ändern, und sie jetzt ganz verschämt ein eigenes Gesetz einbringen. Ich frage mich wirklich, auf welch hohem Ross sitzen Sie da eigentlich, dass Sie Ideen, selbst wenn Sie diesen Ideen nachher selbst zustimmen und diese umsetzen, vorher reflexhaft ablehnen. Jürgen Frömmrich urteilte in seiner bekannten Art, Zitat, leider geht es den LINKEN aber anscheinend nicht um die Sache, oder sie hat die Sache nicht verstanden. Wozu ich sagen muss, Herr Frömmrich, der Einzige, der hier etwas nicht verstanden hat, wie die Welt außerhalb des Parlaments aussieht, das scheinen Sie selbst zu sein. Und noch schlimmer, Herr Bellino, Sie konnten das kaum abwarten, kam es ja von Ihnen. Zitat, in diesen herausfordernden Zeiten gibt es wichtigere Themen als die Besoldung von Landtagsabgeordneten. Nein, Herr Bellino, nein, liebe CDU, da haben Sie etwas Grundlegendes nicht verstanden. Es geht um die Frage, wer die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise tragen muss. Was wir jetzt brauchen, das sind eben keine Steuergeschenke an Firmen, die ihren Gewinn in Steueroasen verstecken. Wir brauchen keine Steuergeschenke an Manager mit fetten Boni oder Steuergeschenke an Firmen, die Aktionären dicke Dividenden ausschütten, während sie die Beschäftigten in Kurzarbeit schicken. Was wir nicht brauchen, sind Subventionen für Klimakiller und eine Industrie, von der wir wissen, dass sie mit uns keine Zukunft gestalten können. Und natürlich brauchen wir auch keine Abwrackprämie in dieser Zeit. Aber wenn wir von Anerkennung für systemrelevante Berufe sprechen, meine Damen und Herren, dann reicht eben nicht das Klatschen auf dem Balkon. Wir brauchen eine faire Bezahlung für einen armutsfesten Mindestlohn. Dann brauchen wir gute Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen. Wir brauchen starke Gewerkschaften und eine Mitbestimmung in den Betrieben, die den Namen auch verdient, um diese Forderungen zu erkämpfen. Herr Bellino, das sind die wichtigen Themen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Fairness bei der Verteilung von Lasten, und deshalb sprechen wir auch über die anstehende Diätenerhöhung. Helfen wollen Sie derzeit vor allen Dingen den Konzernen und den großen Unternehmen, während viele Kleinunternehmen, Soloselbstständige, Kulturschaffende auf Hartz IV verwiesen werden. Studierenden, denen der Minijob weggefallen ist, bieten Sie Almosen und Kredite an.
Sie schicken Kinder in Homeschooling, kümmern sich aber nicht um die Frage, wie Familien mit drei Kindern die zusätzlichen Ausgaben für die notwendige Technik bezahlen sollen. Und jetzt bitte kommen Sie mir nicht mit 150 €, weil Sie können selber diese Summe mal teilen durch die Anzahl der Kinder, die Sie haben. Zitat von Herrn Bellino: In diesen herausfordernden Zeiten gibt es wichtigere Themen als die Besoldung von Landtagsabgeordneten. Herr Bellino, mit dieser Aussage haben Sie unter Beweis gestellt, dass es in diesen herausfordernden Zeiten nichts Wichtigeres gibt als die Linke in den Parlamenten, um diesem Populismus der CDU entgegenzutreten.